Das kleine, aber feine Ländchen Luxemburg an der Westgrenze zu Deutschland bietet eine Vielzahl an Vorteilen, weshalb es nicht überraschend ist, dass täglich zwischen 30.000 und 50.000 Deutsche für die Arbeit nach Luxemburg pendeln. Hohe Löhne, tiefe Kriminalitätsraten, die Sauberkeit der Städte, der staatlich finanzierte öffentliche Verkehr, viel Grün und die effiziente Organisation der Abläufe im Lande sorgen dafür, dass Arbeitnehmer aus der ganzen Welt sich in Luxemburg pudelwohl fühlen. Doch neben all diesen Vorteilen gibt es auch einige Nachteile, die du im Falle einer Auswanderung nach Luxemburg beachten solltest. Der erste Nachteil liegt in den hohen Immobilienpreisen, sowohl beim Mieten als auch beim Kauf. Man sollte für ein Zimmer schnell mal 700 bis 1200 Euro pro Monat einrechnen, und wenn du ein Studio oder eine Einzimmerwohnung mieten möchtest, dann musst du mindestens mit 1400 Euro monatlich rechnen, meist sogar mehr. Kein Wunder also pendeln etwa 200.000 Arbeitnehmer von Frankreich, Deutschland und Belgien aus, jeden Tag nach Luxemburg, um sich nicht den hohen Immobilienpreisen auszusetzen. Stelle dich auch auf eine äußerst kompetitive Wohnungssuche ein. Vermieter entscheiden sich meist für die zahlungskräftigeren Bewerber, und um gute Chancen zu haben, sollte dein Einkommen mindestens dreimal so hoch sein wie die Miete deines Wunschobjektes. Nicht nur die hohen Immobilienkosten sind ein Dorn im Auge eines jeden Einwanderers nach Luxemburg, sondern auch die Kosten von Konsumgütern oder Restaurantbesuche sind höher. Man zahlt etwa 35% mehr für Restaurantbesuche, 10% mehr für Lebensmittel, das Dreifache oder sogar mehr für die Kita, dafür gar nichts für den öffentlichen Verkehr, weniger für Internet und Sport sowie Freizeitaktivitäten. Viele Luxemburger kaufen im Ausland ein, was es ihnen erlaubt, kräftig an Geld zu sparen. Und glücklicherweise muss man nicht lange reisen, bis man im Ausland ist. Der nächste Nachteil liegt im Klima. Einige beschreiben Luxemburg als klimatisch nicht sonderlich attraktiv und beschweren sich an der Vielzahl an grauen Tagen. Die Anzahl an Sonnenstunden ist etwa gleich wie in Berlin, wobei etwa 50% mehr Niederschlag in Luxemburg zu verzeichnen ist. Oft ist es bewölkt und regnerisch und die Sonne lässt sich nicht so häufig blicken wie in vielen anderen Auswanderungsdestinationen. Für Sonnenanbeter ist Luxemburg also die falsche Destination. Luxemburger werden als eher zurückhaltend beschrieben. Diese kulturelle Nuance kann das Navigieren für dich als Auswanderer in Luxemburg etwas schwieriger erscheinen lassen. Sei also nicht überrascht, wenn die Leute etwas reservierter sind, als du es dir gewohnt bist. Und auch wenn Luxemburg nur ein kleines Land an der Grenze zu Deutschland ist, gibt es überraschend viele Unterschiede in der Kultur und den sozialen Normen. Doch dazu gleich mehr. Die Fluktuation von Arbeitnehmern in Luxemburg ist sehr hoch, viele kommen und gehen, was das Finden von Freunden nicht gerade einfach macht. Luxemburg gilt als ein Land, in dem es nicht so einfach ist, sich in die lokale Gemeinschaft zu integrieren. In einer Umfrage unter Auswanderern wurde Luxemburg auf Rang 34 von 53 platziert, unter den Ländern, wo es am einfachsten ist, sich zu integrieren. Ebenso wurde es auf Platz 41 platziert für Freundlichkeit der Leute und auf Platz 24 für sich willkommen und wohlfühlen. Unter der Kategorie Sozialleben und Freunde wird Luxemburg auf Rang 37 platziert. Es wird als schwer beschrieben, sich unter lokalen Einwohnern zu integrieren. Aber wie immer liegt es auch an dir und deiner Einstellung, ob und wie sehr du dich integrieren möchtest. Wenn du dich mit der lokalen Kultur vertraut machst, dich in Vereinen einbringst und einen Integrationswillen an den Tag legst, dann wird es sicher nicht allzu lange dauern, bis du neue Freundschaften schließen wirst. Ebenso habe ich gelesen, dass es sein kann, dass Apotheken und andere medizinische Einrichtungen nicht über bestimmte Nischenprodukte verfügen. Obwohl das Gesundheitssystem in Luxemburg sehr gut ist, kann es sein, dass du für spezielle Behandlungen Deutschland, Frankreich oder Belgien aufsuchen musst. Falls du kein Bürger eines Landes der EU bist, wird das Auswandern nach Luxemburg ziemlich schwierig werden. Denn dein Arbeitgeber in Luxemburg muss gegenüber den Behörden beweisen, dass kein Bewerber mit äquivalenten Fähigkeiten in Luxemburg gefunden werden konnte. Arbeitgeber bevorzugen Bewerber aus der Europäischen Union, was das Finden von Arbeit für außereuropäische Bewerber schwer macht. Für EU-Bürger sowie Bürger der Schweiz, Norwegen und Island ist das Einwandern nach Island einfacher. Ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt, ist, dass Luxemburg oft als klein und langweilig beschrieben wird. Erwarte kein pulsierendes Nachtleben nach Berliner oder Münchner Art, sondern sei nicht überrascht, zum Beispiel auch mal etwas konservativere Öffnungszeiten zu begegnen. Das Land ist klein, aber fein, wenn du aber ein hektisches Treiben rund um die Uhr suchst, dann ist Luxemburg die falsche Destination für dich. Ein weiterer informativer Fakt ist, dass du beim Besuch eines Restaurants fast immer einen Tisch im Vorhinein reservieren solltest. Da etwa 200.000 Menschen jeden Tag nach Luxemburg pendeln, sind die Züge und Straßen bei Stoßzeiten sehr voll. Fast die Hälfte der Arbeitnehmer in Luxemburg sind Grenzgänger, was die Infrastruktur belastet. Deshalb kommt es zu Staus. Luxemburg ist ein Land ohne Meerzugang. Dafür gibt es viel Natur, viel Grün und saubere und gepflegte Parks, in der du die Natur genießen kannst. Fallen dir noch weitere Nachteile ein, dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Danke!